Wir sind ja in laufenden Vergütungsverhandlungen mit der Lufthansa. Bisher hat die Lufthansa kein annehmbares Angebot unterbreitet. Und deswegen müssen wir vor der Verhandlungsrunde, die in der nächsten Woche stattfinden wird, eben zeigen, dass die Beschäftigten hinter den Forderungen stehen. Und wir können sehen, dass die Streikbeteiligung sehr, sehr hoch ist, weil die Beschäftigten natürlich Einkommenserhöhungen erwarten, vernünftige Einkommenserhöhungen erwarten. Die Inflation ist hoch und in den letzten 3 Jahren gab es keine Lohnerhöhung aufgrund der Pandemie, die ja im Luftverkehr sehr stark zugeschlagen hat. Und jetzt brauchen die Beschäftigten nochmal einen vernünftigen Ausgleich. Ja.